Ein Mann wollte beweisen, dass Mücken wirklich tödliche Krankheiten übertragen können, indem er sich selbst damit infiziert hat. Es gibt Geschichten, die kannst du dir einfach nicht ausdenken. Und damit Tarauch oder gute Nacht. Wir gucken uns heute mal wieder dumme und unübliche Todesfälle an. Und auch wenn Einstein ganz sicher vielleicht mutmaßlich mal gesagt hat, dass die Dummheit der Menschheit und die Anzahl an Tagen, an denen die McDonalds-Eismaschine kaputt ist, unendlich sind, wird heute wieder klar, dass Unendlichkeit ein echt verdammt großes Wort ist. Und wenn ihr noch mehr Fälle von kreativen Wegen kennt, in den Rasen zu beißen, rein damit in die Kommentare. Aber bitte nichts nachmachen. Disclaimer, das waren alles Profis. Und lustig ist hier nix. Und wenn ihr euch schon die Videoradieschen von da unten anguckt, könnt ihr doch direkt mal ein Like auf den Grabstein schreiben. Darüber hätte sich nämlich auch Greg Austin Gingrich gefreut. Der war 1992 mit seiner Tochter am Grand Canyon unterwegs, bis seine Tochter dann irgendwann alleine unterwegs war. Warum? Na, weil er so ein richtiger Dad-Dad war, ja? Dad-Jokes sind ein Fehler, das wissen wir alle, aber von San Francisco in den Gran Francisco zu fallen, ist der empirische Beweis dafür. Greg dachte sich nämlich, boah, das ist eine mega gute Idee, so zu tun, als würde ich abstürzen. War es nicht. Also ist er über die Sicherheitsmauer geklettert, hat da mit den Armen rumgewedelt und ist auf einen Abhang unter sich gesprungen, weil er dachte, dass das mega lustig wäre. War es nicht. Obwohl. Nein. Hier wird nicht gelacht in dem Format. Gelacht hat seine Tochter nämlich auch nicht und fand ihren Papa, wie das zu Pubertät gehört, so richtig schön peinlich. Das ist auch echt was, was mein Dad machen würde. Ich sterbe. Greg ist also abgestürzt und auf eine Plattform weiter unten gehüpft. Und da ist er dann ausgerutscht und wirklich 120 Meter in die Tiefe gefallen. Ich sterbe wirklich. Imagine, du stirbst, weil du einen wirklich dummen Witz machen wolltest und dann lacht nicht mal die einzige Person aus dem Publikum darüber. Dad sein ist nie einfach. Warte mal, das kann ich auch. Erst kam für ihn die Pein, dann wurde er ein Licht. Aber vielleicht freut er sich ja, wenn du das wenigstens ein bisschen lustig fandest. Was ging ihm da wohl beim Fall durch den Kopf? Düsseldorf. Und wahrscheinlich eine Menge Steine. Aber Greg, immerhin bist du direkt in dieses Video gehüpft. Hat doch auch was. Herzlich willkommen. Und wisst ihr, was ich noch schön finde? Wenn sich ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin für die Stadt richtig einsetzt. Nein, ich habe gesagt, richtig. Monica Mayer war 1980 in eben dieser Position für die Kleinstadt Betterton in Amerika. Von der Frau gibt es leider keine Fotos, aber dafür gibt es ja Stock-Images. Immerhin gibt es Fotos von der Stadt und es ist wirklich schön. Da bekannt für den tollen Strand, hat sogar 4 von 5 Punkten auf TripAdvisor. Hört dann aber auch hinterm Strand auf, ist nämlich so groß wie ein 50-Euro-Lego-Set. Ich finde, ich meine, es ist schon groß. Ist ja eigentlich schon relativ gewaltig sogar. Monica hat sich da jedenfalls schön beliebt gemacht und eingeschleimt und hat bei allem Möglichen mitgemacht und geholfen und sich selbst eingeschleimt. So war sich die gute Monika auch nicht zu fein, die Becken des städtischen Klärwerks schön zu putzen. Die hat sich also die Ärmel hochgekrempelt und dann im März 1980 schön die Kloake gepudert. Blöd nur, dass die Dame, gewollt oder ungewollt, so aus es very, schönen Köpper in die Suppenschüssel gemacht hat. Alter, Aquaplaning oder Aquaschicksal, man weiß es nicht genau. Unrelated Side Note, Treibsand funktioniert im echten Leben nicht so wie in den Filmen. Kacke, allerdings schon. Monica Mayer ist also in den Tank gefallen und dann... Flutsch und weg, aber es ist Flutsch und Dreck. Wir kommen alle in die Hölle. Sewage, claims Mayer, die Kanalisation, holt sich die Bürgermeisterin. Das ist schon ein bisschen todtraurig. Scheiße, getaufen, würde ich sagen. Und wirklich lachen dürfen wir über die Kacketaucherin ja nicht, während das einfach nur die Stimmfangstrategie der AfD aktuell ist. Am I right, Leute? Aber obligatorische Pupi-Geschichte für dieses Video. Check. Und du hast mich nicht ernst genommen, als ich meinte, dass bald Weihnachten ist. Guck mal auf den Kalender. Gib's zu, du bist null vorbereitet, noch keine Geschenke, keine Deko und am allerschlimmsten, du hast da noch dich selbst vergessen. Ich meine, wo ist dein Adventskalender? Du gehst jetzt schon auf den ersten Link in der Videobeschreibung und scannst diesen weihnachtlichen QR-Code. Und dann gönnst du dir jetzt noch in richtiger Geschwindigkeit den Special Adventskalender auf ihr Weihnachtsmuffel. Da sind nämlich viele Überraschungen aus dem kompletten Gaming-Nutrition-Sortiment von Just Legends mit drin. Jeden Tag Freude statt Frust und Trauer. Sogar Special Editions, die es so nur im Adventskalender geben wird, sind im Teil dabei. Snacks, ein Full-Size-Booster-Tab, Probierpakete, Goodies und ein passendes Booklet für Rezepte und Ideen. Und da Weihnachten ja auch das Fest der Liebe ist, werde Teil der Road to Legend und wirb einfach deine Freunde an. Du bekommst eine Prämie und deine Kumpel satte Rabatte. Liebe. Also schnapp dir den Adventskalender, bevor er endgültig weg ist. Könnt ihr. Paul G. Thomas hat 1987 ein ähnliches Schicksal ereilt, nur in weniger... stinkig und weicher. Aus dem Leben gehäkelt wurde er trotzdem. Dem gehörte nämlich eine Fabrik zur Wollverarbeitung und der hat während seiner Arbeit mit Wolle das vielleicht ungewollteste Todesbäuschen der Geschichte abbekommen.
Der Typ hat apparently an einer Maschine gearbeitet, die Wollschnüre von einer großen Spule auf eine kleinere umgewickelt hat. Ne, wenn der Sensenmann vorbeikommt, ob er nur eine Bastelschere dabei hat. Es ist nicht lustig. Es ist nicht lustig. Es ist nur weich. Er hat dann da schön ein paar Wattebäuschen gebaut und alles war schön. Alles war bio, nice. Bis er dann in die kleine Spule gefallen ist und zu Ballys nicht mehr lebenden Laufmasche wurde. Wenn du bei Ikea anfangen kannst, aber als Teppich. Man konnte ihn nicht mal unter den Umwicklungen sehen. Warte mal, wie haben die den dann gefunden? Irgendwann hat jemand mal ein Bett gekauft und in seiner Decke eine Mumie gefunden, oder wie lief das? Okay, stopp. Hör auf, nachzudenken. Snakes on a plane. I have had it with these Mutterbesamenden. Snakes on this Mutterbesamenden. Plane. Kurze Zusammenfassung. Leute fliegen im Flugzeug, überall Schlangen, Mutterbesamung, Ende. 2010 ist das aber wirklich passiert. Nur, ohne Schlangen. Und in einem kleineren Flugzeug und ohne Samuel L. Jackson. Dafür aber mit einem echten Krokodil. In der Demokratischen Republik Kongo sollte eine kleine Passagiermaschine von Kinshasa nach Bandundu fliegen. Standardflug, nichts Besonderes, aber die Städte heißen lustig. Das Flugzeug ist dabei aber leider, ein bisschen zu schnell eingeparkt, okay? Und nur weil eine der 21 Passagiere überlebt hat, wissen wir überhaupt, was an Bord passiert ist. Spoiler, die Sicherheitskontrollen waren eher, nicht so existent. So nicht existent, dass ein geschultertes Krokodil nicht aufgefallen ist, um genau zu sein. Irgendeiner der mitfliegenden Leute hat ein lebendes Krokodil in seinem Seesack mit an Bord geschmuggelt. Und niemand hat das gemerkt. Entschuldigung, warum bewegt sich Ihr Sack? Wieso bewegt sich deiner nicht? Das Tier hat sich dann irgendwann aus seinem stofflichen Gefängnis befreit und war so, Servus! Naja, und es hat dann da ein bisschen Angst und Schrecken verbreitet, aber alles war Roger, wir haben ja Samuel L. Jackson. Oh, warte, Scheiße, der ist bei den Schlangen! Also sind alle Passagiere in der sehr kleinen Kabine nach vorne gelaufen und durch die Gewichtsverlagerung konnte der Pilot nichts mehr machen. Mit anderen Worten, The snoot would droop. The snoot drooped. Und das Kroko? Das hat den Absturz einfach weggetankt und wurde dann mit einer Machete erledigt. Weggemiedigt, obwohl der gar nicht gemiedigt war. I mean, aber was würdest du machen, wenn du nach Überlebenden suchst und auf einmal King K. Rool mit einem Super Smash um die Ecke kommt? Ja, da wird die Sau schön ins Exil gespiked, so nämlich. Warum würdest du jetzt ein lebendiges Krokodil mit ins Handgepäck nehmen? Das musst du tot machen, bevor du es als Handtasche benutzen kannst, okay? aber ich habe ja gesagt, stopp. Stopp! Ich habe ja gesagt, nicht denken. Nichts drin. TikTok ist schuld. Oh my god, guys, it's a cucumber! Habt ihr schon mal von den Kentucky Cave Wars gehört? Die waren unspektakulärer, als sie sich vielleicht anhören. Kentucky Cave Wars! Da haben ein paar Leute gegraben. Aber es ging einfach nur darum, die meisten Höhlen in Kentucky für sich zu gewinnen und durch den hoffentlich entstehenden Tourismus tons of money zu machen. Kurzfassung für heute, Floyd Collins hat 1917 den Eingang zu einer Höhle gefunden, die später als Great Crystal Cave bekannt wurde. Man nennt ihn auch den größten Höhlenforscher der Welt. Welt, Welt. So hat mich deine Mutter gestern auch genannt. Nicht lustig. Einfach nur dumm, Alter. Warum habe ich das gesagt? In diese Höhle wollte aber niemand rein, weil die nicht genügend Parkplätze in der Nähe hatten. Wie bei deiner Mutter. Also hat er eine andere, coolere Höhle gesucht. Die Mammuthöhle. Da war gar kein Mammut drin. Und er hat sie auch gefunden. Und dann hat er in diesem Höhlensystem eine noch coolere Höhle gesucht. Die Sand Cave. Cave, Cave, Cave. Das klingt wirklich lame, Mann. Guck mir mal in die Badehose nach einem Tag am Strand. Das ist eine Sand Cave. Don't. Floyd hat also am 30. Januar 1925 wirklich eine Höhle gefunden, die vielversprechend sandig aussah. Zwei Sachen. Erstens, warum Höhlen? Ich hasse Höhlen, Alter. Ich habe Höhlenangst. Zweitens, warum hat Floyd seine Geburt nachgespielt und sich durch den kleinsten Höhleneingang der Welt gepresst? So. Dabei ist ihm dann auch noch seine Lampe kaputt gegangen. Summa summarum, perfekt. Und Spoiler, es ist ziemlich dunkel in der Höhle so ohne Licht. Das weiß ich als professioneller Minecraft-Spieler. Aber Floyd war ja auch Profi und dann hat er einen Stein getreten und der ist ihm auf seinen Fuß gefallen. Dann ist er ein bisschen Kies nachgerutscht. Ihr kennt das, wenn ihr straight nach oben grabt. Und ja, dann lag er da. 18 Tage lang. Aber keine Sorge, Floyd wurde nach nur einem Tag bereits gefunden. Rettung ist nah! Spoiler, checkt den Videotitel. Oh. Denn seine Retter waren irgendwie alle YouTuber und haben ihn nur für Klicks benutzt. Quasi. Nicht zuletzt übrigens, weil der Journalist William Burke Miller sich immer wieder zu Floyd durchgequetscht hat und für seine Interviews mit ihm später sogar den Pulitzer-Preis bekommen hat. Floyd war in der Zeit wirklich mega berühmt. Das hat ihm nur nichts gebracht. Der wollte einfach nur nach Hause. Und der, no, wie geht's dir so? Nicht so gut. Aber wenigstens standen seine Fans schon vor der Haustür. Da sind aus ganz Amerika Leute angereist, nur um nichts zu verpassen. Die haben da gezeltet. Die haben da Kaffee und Snacks verkauft. Da waren zwischendurch einfach 10.000 Leute und haben alle nichts gemacht. Also außer Kaffee trinken und Merch kaufen. Und Floyd derweil so, hallo?
Dann ist unter anderem wegen der ganzen Trabelei und des Temperaturanstiegs durch die ganzen Helfer die Höhle noch weiter eingestürzt. Und Floyd derweil so. Aber keine Sorge, der Staat hilft. Große Maschinen werden rangekarrt, Amerika, Verkehr und so weiter und so fort. Und dann, ja, dann hat's geregnet. Ui, alle haben gebannt, gezittert, für Floyd gebetet und so weiter und so fort. Aber irgendwie haben die den seit 2 Wochen nicht mehr gesehen und auch nicht gefüttert. Überraschung, als sie dann wirklich irgendwann mal unten ankam. Der arme Mann war schon eine Mumie. Aber da hört seine Reise noch gar nicht auf. Zunächst, weil sein Fuß natürlich dann immer noch eingeklemmt war, ließ man den Körper erstmal unten liegen. Beine in die Hand nehmen geht nicht, wenn dein Fuß ein Black Double Patty ist. Sein Bruder war aber jetzt mit dem Grab nicht unbedingt zufrieden. Ne, war ja auch mehr so ein Schütt. Grab? Schütt, ne. Und dann hat er die Überreste 2 Minuten später durch einen neuen Tunnel doch noch rausgeholt, sie aufbahren lassen und in der Nähe der von Floyd entdeckten Crystal Cave begraben lassen und diese nach ihm benannt. Ende gut, alles gut. Naja, bis das Land und die Floyd Collins Crystal Cave an den Besitzer einer anderen Höhle verkauft wurden. Der hat dann Floyd ausbuddeln lassen, in den Sarg mit Glasdeckel stecken und den dann in Crystal Cave ausstellen lassen. Oh mein Gott! Und damit ist die Geschichte immer noch nicht zu Ende. Irgendwer hat 1929 seinen Körper einfach aus dem Sarg geklaut. Oh mein Gott! Nach ein paar Tagen hat man den aber wiedergefunden. Nur das verletzte Bein bis heute nicht. Danach wurde der Sarg zugekettet und in einem abgesperrten Bereich aufbewahrt, bis Mitglieder der Familie 1989 gerichtlich beantragt haben, dass er aus der Höhle geholt und vernünftig beerdigt werden soll. Aber er wollte eine Touristenattraktion finden und ist dann selber eine geworden. Cool. Denkt einfach immer dran, dass ihr nicht durch Löcher geht, durch die ihr nicht durchpasst. Und könnt ihr euch noch ans Intro erinnern? An den Mückenmann Jesse William Lazare. Der Gute war seit 1895 Wissenschaftler am Johns Hopkins Krankenhaus in Baltimore, wo er Malaria und Gelbfieber untersuchte. 2 Krankheiten, die zu der Zeit besonders viel Spaß gemacht haben. Und seine Spezialisierung dabei lag in der Arbeit mit den schlimmsten Lebewesen auf diesem Planeten. Mücken. Die seit 1881 existierende Vermutung, dass Gelbfieber tatsächlich durch Mücken übertragen werden konnte, wollte er 9 Jahre später empirisch beweisen. Er hat sich also freiwillig von einer infizierten Mücke stechen lassen. Dann hat er die Krankheit bekommen und ist mit 34 dran gestorben. Aber hey, immerhin hat er für sein Opfer zusammen mit der Mücke in den Buntglasfenster bekommen und bestätigt, dass Mücken Gelbfieber übertragen können. Aber die Mücke hat ein Fenster! Ich beweise auch nicht, dass eine Flamme heiß ist, indem ich mich drin verbrennen lasse. Aber in der Geschichte ist es immer wieder vorgekommen, dass Erfinder ihren Erfindungen zum Opfer fielen. Manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, wie damals mit Franz Reichelt und seinem nicht so durchdachten Fallschirm. Ihr erinnert euch, er wollte beweisen, dass er einen Fallschirm hat und das hat nicht funktioniert. Egal. Bei Horace Lawson Hunley lief es dagegen vergleichsweise gut. Der hat die ersten U-Boote entwickelt, die unter anderem im amerikanischen Bürgerkrieg eingesetzt wurden. Da musste man doch selber an der Kurbel drehen. So konzipierte er auch die CSS HL Hunley, das erste U-Boot, das erfolgreich ein gegnerisches Schiff versenkt hat. Erfolg! Spoiler-Videotitel. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie man ein U-Boot per Hand bedienen soll, 7 Leute konnten sich in das Boot setzen und an der Kurbel drehen, um das Boot voranzutreiben. Eine Person war dafür da, zu lenken. Und bei seiner ersten Testfahrt ist das Boot gesunken. Warum? Weil jemand aufs Tiefenruder getreten ist, während die Einstiegsluke noch geöffnet waren. Wie wenn dir beim Schnorcheln oben Wasser reinläuft. Naja, die zweite Testfahrt, ab dafür und da ist die Handleihe nochmal gesunken. Ich meine, es ist ja auch ein U-Boot. Sinken ist erstmal sein Job, ist nun blöd, wenn man nie wieder hochkommt. War eine Welle der Enttäuschung. Eine Welle. Hier war Horace auch selbst mit an Bord. Erst tauchte das U-Boot mehrere Minuten nicht auf, dann mehrere Stunden nicht und nach 2 Wochen war dann klar, ui. Man konnte die CSS HL Hunley bergen und die Besatzung mehren. Okay. Trotzdem lief diese keine Vollkatastrophe rund 4 Monate später dann mit einem Ziel aus, die USS Housatonic vernichten. Und es hat geklappt. 1 Schuss, 2 Treffer. Einfach Schiffe versenken durchgespielt. 2 Treffer? Ja, erst ist die USS Housatonic in 2 Teile geplatzt und dann ist die Horace durch die Druckwelle der Explosion auch abgesoffen. Fun Fact. Die 155 Mann starke Besatzung der USS Housatonic hat ohne große Verluste überlebt von den U-Bootern, aber keiner. Irgendwie ist das ganz schön bedrückend. Und irgendwie ist die Geschichte ganz schön sad. Können wir nochmal was Lustiges haben, so zum Schluss? Irgendwas mit, ich weiß nicht, mit weniger Knall? Wilhelm der Erste ist bei seiner Beerdigung explodiert. Was? Wilhelm der Eroberer, auch bekannt als Wilhelm der Bastard, war von 1066 bis 1087 König von England. Und er ist vor allem durch 3 Dinge in die Geschichte eingegangen. Erstens, er war für den Tower of London verantwortlich. Zweitens, er hat ein Buch schreiben lassen, das heute noch als Quelle für Wirtschafts- und Sozialgeschichte benutzt wird. Und drittens, er ist angeblich exploded. Naja, also wirklich. Erst verletzte er sich am Bauch und, naja, starb.
Gut, das ist jetzt hier noch nicht so dumm bis zu dem Punkt. Aber wann kommt jetzt das große Finale? Wilhelm war bei seinen Bediensteten jetzt nicht so beliebt und deswegen hat es eine Weile gedauert, bis sich jemand um seinen gammelnden Körper gekümmert hat. So lange, dass sich ordentlich Gase in Wilhelm bilden konnten. Ihr wisst, wo das jetzt hingeht. Naja, als er dann an seinem Grab angekommen war, war der Körper schon so stark aufgebläht, dass er einfach nicht mehr reingepasst hat. Und deshalb haben die aber ein bisschen so... bisschen gequetscht und Wilhelms Organe auf einmal so... Schmackofazzo! Aber wisst ihr, was eine Explosion von Freude wäre? Nee, wenn ihr auf dieses Video klickt, Alter. Auf Video sehen!